Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Horizon Burning Shores. Ja, beim letzten Mal haben wir eine neue Sidequest abgeschlossen und ja, heute soll es dann langsam mal mit dem Finale losgehen. Ich bin hier schon zu dem Ort gegangen, wo wir auf Seeker warten sollen, also würde ich mal sagen, let's go! Bist da? Deine Schwester hat es gut zurückgeschafft? Sie hilft der Wache des Admirals, die letzten unserer Leute aus Laundra's Park zu holen. So hat sie etwas, das sie ablenkt, anstatt über das Geschehene nachzugrübeln. Hoffe, das hilft. Sollen wir dem Ganzen dann ein Ende setzen? Ja, es ist Zeit. Dann mal los. Also, Laundra ist wahrscheinlich in seinem Bunker, oder? Wir müssen da wieder rein. Ich glaube nicht, dass er im Bunker ist. Im Park sagte er, er würde uns wie Insekten zerquetschen. Bestimmt benutzt er den da. Aber er hat kein Reaktivierungssignal zum Neustart der Systeme. Direkte Verbindung. Glaubst du, er ist wirklich in dem Ding drin? Anders geht es nicht. Wir müssen verhindern, dass er sich einschaltet. Da. Sieht aus, als wäre er mit einer Art Kühlsystem verbunden. Wenn wir die Verbindung unterbrechen, könnte der Horus überhitzen. Könnte schwierig werden. Mehr von den Toten auferstandene Maschinen? Das glaube ich nicht. Laundra muss sie mit dem Horus hergestellt haben. Beeilen wir uns. Na los. Oh shit. Wir müssen zu dem Kühlsystem. Wir können hier runterklettern. Ein Verderber ohne Ende. Ich hasse diese Dinge. Ein Verderber blockiert den Weg. Wir müssen ihn ausschalten. Bereit. Welche Feuer? Ja, Feuer ist eigentlich nicht so nützlich meistens. Aber, warte mal, der steht gerade so gut da. Das Ding verdrängt keine Hitze. Finale geschafft hast. Labert der Hals. So, der ist schon mal fort. Und da hinten dackelt immer noch einer rum. Geh mal runter. Sagen den anderen mal Hallo. Okay, mit Eis ist das viel einfacher irgendwie. Ja, das ging doch viel einfacher als eben. Da können wir hoch. Im Ernst. Frost ist einfach der beste Status hier. Gegen die meisten Maschinen.
Selbst wenn sie, resistieren oder so, finde ich es Frost besser als, was weiß ich, Feuer oder so. Mit meiner Ansicht nach. Wo bist du? Okay, dem Ding können wir schon mal keinen Schaden machen. Also heißt es Delph. Bleib bei mir. Er sieht uns nicht, wenn wir in Deckung bleiben. Au. Noch an einem Stück. Au. Okay. Du siehst mich nicht. Du weißt nicht, wo ich bin. Ich glaube, er hat uns verloren. Gut, dass er blind ist. Ja, das wird er gewiss nicht wahrnehmen, ne? Wenn das Ding jetzt hochgeht. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Erwischt. Aua! Dich eingemischt zu haben. Ey, du Penner! Okay, ich glaube, wir sind erstmal sicher. Was machen wir, wenn er die ganze Maschine aufweckt? Und langsam. Wir sind klein und schnell. Wir haben eine Chance. Gegen das Riesenvieh? Ich weiß ja nicht. Aber man muss sagen, normal, die meisten sind davon ausgegangen, dass wir hier hoch einen Horus erst im dritten Teil bekämpfen müssen. Wo bist du hingekrochen? Oh Gott. Verderber und das Ding da. Ich werde dich finden. Hochklettern und vorbeischleichen. Wie eine Nadel im Heuhaufen. Habt ihr sowas schon erfunden? Warum fällst du runter? Also gut. Eloy! Da bist du ja! Nicht schon wieder! Ah! Warum ist die auch runtergefallen? Was erhoffst du dir hiervon? Dass du die verpisst! Du kannst komm zurück! Wow! Noch einer von diesen Armen! Komm schon, beeilen wir uns! Gott, das ist ganz schön anstrengend hier. Los, weiter. Das Kühlsystem ist weiter bergauf. Wenn noch mehr Teile davon aufwachen, kriegen wir Probleme. Lass uns weitergehen. Wir müssen an der Klippe entlang. Wir haben so schon genug Probleme. Ja, und da oben wartet der Typ gewiss wieder.
Natürlich. Hier unbemerkt zu bleiben. Eine Ablenkung wäre gut. Oder wir kämpfen uns durch. Er hat ja gesagt, wenn die hier hinkommen. Versteckst du dich vor der Maschine? Hier ist nicht viel Platz zum Bewegen. Das Teil da will sich ja doch nicht bewegen, ne? Da hinten ist das Kühlsystem, da müssen wir hin, ne? Wer, dass das Teil da hier hinkommt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Irgendwie bin ich zu blöd, die Dinger hier zu werfen, ne? Die Steine. Hier ist nicht viel Platz zum Bewegen. Echt? Beweg dich! Na, alle wach? Was führt ihr da im Schilde? Unsere Chance. Ich wusste, du machst einen Fehler. Es geht los! Das System müsste vor uns sein. Ein Haar in der Suppe. Die Maschine schon bald vergessen. Ich muss sie ausschalten. Kämpft der Verderber auch noch? So, nee, ist noch mehr Kletterkiefer. Wer war erstmal. Aua! Mann, verpiss dich! Wir müssen zuerst die Maschinen ausschalten. So, der ist tot! Ihr euch steht doch mal auf. Ja, auch gleich. So. Okay. Kümmern wir uns jetzt um das Kühlsystem. Wie hat er nicht mitbekommen, dass wir hier sind? Wir geben die Abkühlung zu stoppen. Vielleicht kann mein Fokus helfen. Eigentlich müsste er doch sehen, dass wir hier jetzt rumlaufen, oder nicht? So schüchtern. Na los! Also ich glaube, der ist auch ein bisschen blind. Kann das sein? Jo, mach das. Warnung. Temperatur kritisch. Es funktioniert. Notkühlung aktiviert. Oh oh. Dachtet ihr, ihr hättet mich?
falsch gedacht. Wir müssen nach seinen Kühlern suchen. Du lenkst Laundra aus der Luft ab. Ich greife von unten an. Was? Du willst, dass ich das Ding fliege? Du lernst doch schnell! Ja. So, jetzt sind wir beide dran, Kumpel. Okay. Ich muss den Horus abfangen und dann den Kühler erwischen. Ja, also heißt es schnell sein. Dieses Fliegen ist nicht übel. Du machst das toll. Wir haben schon mal alle Maschinen gescannt. Das ist ja auch schon mal was. Er darf offenes Wasser nicht erreichen. Seika, der Horus muss auf dem Strand bleiben. Treffen nicht. Treffen immer noch nicht. Mich jetzt fast erwischt. Zeit für eine Bruchlandung. Okay, jetzt auf den Kühler. Ich werde deinen Tod feiern. So, anscheinend krabbelt da unten ein lästiges Insekt herum. Überraschung. Du bist nur ein wandelnder Schrotthaufen. Ich sehe seinen Kühler nicht mehr. Ja. Glaubst du, das wird dir irgendwas bringen? Alles okay da unten? Nichts als ein paar Winzlinge. Oh, flieg, mein Freund, flieg! Ich fliege runter! Ich wette, ich hänge ihn ab! Man hat wirklich viel Schaden, ne? Lästige kleine Schnake! Alter, hörst du mal auf? Wir haben's gleich. Deute doch deine wenige Zeit nicht. Er übertreibt's halt. Vorsicht, Eloy! Der Metallteufel lädt sich gerade auf! Lauf, Eloy! Noch auf den Füßen da unten? So leicht mache ich es dir nicht. Warum hast du eigentlich keine Gesellschaft? Laundra schickt mir Verderber! Ich mach das schon! Seika, lenk Laundra ab! Ich kümmere mich um die Maschine! Das sollte nicht allzu schwierig werden!
Und ein bisschen unfair, dass ich gerade permanent unter Strom stehen darf, oder was? Ausweichen ist gar nicht so einfach. Du hast noch den leichteren Job, glaube ich. Hallo, Danny Matumi hier. Das war der letzte. Jetzt kann ich mich um die Horus-Kühler kümmern. Daneben! Aloy! An der Seite ist noch ein Kühler! Aber unter einer Art Abdeckung! Ich scanne das! Schneller mit den Flügeln! Treffen nicht! Es kann nur ein Ende geben. Der hier hat eine Abdeckung. Der Speer kommt vielleicht durch. Ich muss da hoch. An einem Bein hochklettern. Ich muss abtauchen! Das ist meine Chance. Und was für einem Bein willst du da hochklettern? Deine Hoffnung ist erbärmlich. Die Raketen kriegen uns nicht. Falle und stirb. So. Und der Roller vibriert. Mag ich gar nicht. Ah, was jetzt besser ist, weiß ich nicht. Du hast mich nicht vom Himmel. Du solltest lieber schnell fliegen. Komm schon, flieg geradeaus. Dass der Controller-Cup vibriert, nervt. Ich mag sowas nicht. Ist das eigentlich ausgestellt? Warum vibriert der jetzt? Ja, du bist nur gerade leider im Wasser. Das ist ein toller Plan. Erbärmlich. Ein Schuss noch. Tu dein Bein da weg. Lass mich raten, es gibt noch einen. Der greift wieder an, Aloy. Weg da! Gib mit Sicherheit noch mal einen. Tja, dein Glück hält nicht ewig. Alle guten Dinge sind drei, wie man so gut gerne sagt, ne? Ding ist doch schon Wasser. Was macht das Ding? Haben wir es ausgeschaltet? Ich glaube, er kühlt sich ab. Das könnte unsere Chance sein. Bleib erstmal in der Luft. Ich sehe nach. Oh, wir sind noch nicht fertig. Vorsicht, Aloy! Die Horus-Arme nähern sich! Oh Mann. Nur noch wir beide, Aloy. Mal sehen, was du drauf hast. Was soll ich machen? Bleib da oben! Halte Ausschau! Okay! Wo hast du deinen Scheiß da wieder raus? Ich kann Kühler an den Armen sehen! Okay! Ja,
Ja, toll. So schnell kann ich nicht reagieren. Wo denn? Da! Mann, so schnell kann man da nicht reagieren! Okay. Ja, okay, aus der Deckung raus. Versuchen wir was anderes, hm? Was hat er jetzt wieder vor? Er fährt die Waffen hoch. Oh, die Luken hinten sind offen. Dann geht's gleich los. Da ist der Kühler. So, fort mit dem. Du glaubst, du gewinnst? Keine Chance. Das Video wird sehr lang, ich weiß. Aber das wird jetzt in einem Rutsch durchgezogen. Aua. Hier muss noch ein Kühler irgendwo sein. Achtung! In jedem Arm? Da kann der Richtige. Lass deinen Tentakel bei dir. Nimm das. Aber es sind noch zwei. Direkter Treffer. Hier der Äußerste. Okay. Noch einer. Verflucht. Er ist wütend. Gut. Der da. Du hast genug angerichtet. Der Äußerste links. Den müssen wir uns merken. Hat ein bisschen was vom Dead Space Endkampf. Muss ich mal so sagen. SBS 1. Den Hive meint. Müssen wir den Tentakeln um einen herum. Aua. Komm, ein. Nein! Fuck! Einmal hätte noch gebraucht. Hey. Die Gezeiten reißen dich davon.
Mach die Luke auf! Er ist unter dir! Vorsicht! Was für ein Treffer! Das ist der letzte. Achtung! Das ist mein Endboss, oder? Ja. Wow, nein. Nicht aufgeben. Nee, ich sehe nichts mehr. Hier ist viel zu viel Scheiß grad. Jawohl, wir haben es, glaube ich, jetzt. Yes. Es geht auch noch unter Wasser weiter. Kühler ist die Hülle beschädigt. Ich muss ihn ein und Laundra finden. Na, großartig. Hey, hold on. Du kannst ihn kriegen. Er bricht zusammen. Gut. Schnell rein da, bevor Laundra was repariert. Ein Licht. Könnte von innen kommen. Mein Eingang sein. Rein da. Mag die Wassersteuerung nicht. Verbunden sein, um dieses Ding zu steuern. Das macht ihn angreifbar. Okay, Leute, ich mache hier trotzdem mal einen Cut, ansonsten wird der Part bald viel zu lang. Das war's mit Horizon Burning Shores für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne all die Feedback da, positiv und negativ, bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Bekundung, was gefallen hat und was nicht. Und ja, wir freuen uns, wenn am nächsten Mal wieder dabei sind und werdet, wenn wir hoffentlich Laundra aus Maul geben können. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.